Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam wunderschöne Spiele spielen. Heute spielen wir wieder unser wunderbares Fallout 3. Unser Klassiker sind auf der Suche nach der Familie. Wir haben schon quasi uns durch alles durchgekämpft, was da war. Also bleibt jetzt eigentlich nur noch die U-Bahn, wo sie sein könnten. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann auf in den Untergrund. Den Autosave habe ich aus und ich habe den Mod ausgemacht. Lass uns mal überraschen. Ist jetzt wieder abstürzt. Wenn es jetzt wieder abstürzt, dann weiß ich, dann muss ich erstmal eben ein bisschen Troubleshooting machen. So, die kann ich jetzt nicht mehr looten, richtig? Richtig. Weil jetzt ist alles so, wie es gestern. Es sind sogar weniger Mods drauf, als ich, wie ich, wie als ich gestern aufgehört habe. Und da muss es jetzt eigentlich wieder gehen. Aber wir spielen Fallout 3 und bei Fallout oder generell bei der Gamebryo Engine weißt du nie. Kann auch sein, dass sie jetzt einfach sagt: Nö. Das ist eben das Problem bei dem Ding. Zack. Lass uns überraschen. Und es hat geladen. Ein Wunder. Schnell ein Quicksave, weil ich habe Autosave gerade ausgeschaltet. Dann lag es tatsächlich an dem Mod. Gut. Könnte ich jetzt theoretisch die anderen auch wieder reinhauen. Aber ich fand den Scavenger-Mod jetzt eher nervig. Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. So. Fortwegen Speicher machen wir mal aus. So. Dann will ich noch mal kurz was in den Einstellungen vom Mod Manager gucken. Ob ich das eventuell gefixt kriege. Vielleicht kriege ich es ja hin. Ich versuche einfach mal den anderen Mod, weil der war echt cool. Die ESP-Version von dem Mod. Den gibt es als zwei Versionen. So. So, ich hab mal eben kurz die heißt hier Download Failed? Welches Fail? Ups, so. Den wollte ich haben. Wieso, wenn ich das schon dann gelöst, was will er denn hier? Okay, dismiss. One more. Den habe ich, den habe ich. Den wollte ich haben. Gut, so. Was soll das denn? Ach, er hier, genau.
Wo ist denn sein Homie? Ist doch noch zwei. Hier war doch noch so ein Vogel, der... Der da, Drogen macht. Naja. Gab's hier hinten irgendwo Stimpacks? Ja, gab's, ne? Hier gab's, genau. Den Mist habe ich gesucht. Oh, ist unser Kopf noch verkrüppelt? Wahrscheinlich, ne? Soll ich mal gucken? Habe ich noch ein Stimpack? Ja, ist er. Habe ich noch ein Stimpack? Ja, habe ich. Gut. So, mein Kopf. Ja. Egal. Gut, das haben wir geschafft. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da unten heile durchkommen. Diesmal ohne. Ne? Ich habe einfach nicht die Kraft, um die alle umzunieten. Aber wo ist der andere Typ? Hier waren noch sonst zwei. Was gibt's hier zu glotzen, Glatthaut? Hier ist Barrett. Liegt hier irgendwo zu knacken, der andere Vogel? Ne. Ein Meierlurk, also jetzt nicht mehr. Noch ein Meierlurk. Mal schön eine neue Trommel rein. Hier ist wieder das scheiß Ding hier. So. Hier war noch irgendwo. Genau. So, da kann ich jetzt natürlich nicht rein, ne? Genau. Naja. Hier oben gab es auch noch einiges zum Entschärfen. Hä? Da, verdammt. Guck mal, wo geht's denn hier hin? Da geht's bestimmt raus, ne? Okay. Ja, können wir dann später nochmal gucken. Macht ja keinen Sinn, da jetzt reinzugehen. Wir wollen ja die Familie finden. Das sah eben doch ganz anders aus hier. Oder bin ich eben hier? Nee, hier bin ich nicht reingegangen, oder? Fuck! Das meinte ich mit, da können auch mal Bomben, Fallen drin liegen. Hä? Warte mal, das muss der andere Eingang hier sein dann. An die olle Ballmaschine kann ich mich nicht erinnern. Da muss ich hier rechts, wa? Da unten. Muss ja schon bald.
Da ist wieder eine Trap oder sowas? Nee. Ja, doch, da muss ich. Da ist die Shotgun. Machen Sie mal langsam. Mehr. Ach, Sie können. So. Schnell ein Quicksave. Den Krach aus. Er schläft. Ich riskiere es jetzt. Wenn er mich erwischt, lade ich neu. Drei von sieben. Ceiling sind viel, viel mehr. Builder. Ne, einer. Milling passt nicht. Lurking. Lurking passt. Vier von sieben. Running. Vier von sieben. Würde passen. Vier von sieben. Killing sind zu viele. Barrier passt nicht, oder? Nein, passt nicht. Gumming würde gehen. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Na egal. Noch nicht gemerkt, gut. Aber mal gucken, was die so zu erzählen haben hier. Ich bin überrascht, dass du mich nicht kennst. Ich heiße Brianna. Ich ja, schon klar. Vance hat ihn ins Meditations... Der arme Junge. Das ist ja süß, aber Vance würde mich... Ich weiß nichts mehr. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Risiko. Hat geklappt. Sehr schön. Schön Scope auf die Knarre drauf. Läuft. Ja. Und von den Bengals hat es keiner gemerkt. Hier ist das Kennwort. Ach so, okay. Wer ist sie oder er oder es? Was bist du? Ich glaube, sie habe ich noch nicht. Ja. Ich habe hier kein. Justin hat versucht, mit Ian zu reden, um ihn auf. So. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Sehr schön. Ja, ich hab's ja begriffen. Oh Gott. Hoffentlich klappt das. Ja. Sehr gut.
Sehr gut. Wo ist das Isolationszimmer? Das ist bestimmt das Ding hier, wa? Nicht? Bist du Wanke? Nein, du bist Justin. Du bist Vance. Hi Vance. Willkommen in unserem Zuhause. Meine Leute. Das hier ist die letzte Bastion der Hoffnung für die Unterdrückten und Missverstandenen. Genau. Es ist eine Zuflucht. Ja, genau. Wir sind die Überbleibsel der Gesellschaft. Weggeworfen wie die Ich habe meine Herde unter den ausgetrockneten Sand des Ödlands geführt. Er ist ein bisschen wahnsinnig, kann das sein? Ah, ja, ja. Monster, Dämonen und Unreine. Ich befürchte. Ja. Ihre Worte zeigen mir, ich sehe meine Lehren eher eine auf. Diese Einsicht möchte ich mit einer Lektion. Okay, sie trinken das, okay. Wie wird. Dann ist dies. In der Zeremonie müssen alle Familienmitglieder. Vielleicht verstehen sie mit diesen Gesetzen. Aha. Ja. Kann ich der Bande beitreten oder? Oder wie? Ja begriffen. Oh, noch ein. Hier liegen schön viele vier First Aid Packs rum, die man klauen kann. Ordentlich Stim Packs. Das ist ein Tresor. Krieg ich den auf? Durchschnitt, den krieg ich nie auf. Schade. So. Das ist zumindest mein Kopf wieder einigermaßen, also nicht mehr verkrüppelt. Richtig? Richtig. Ich könnte meinen Körper auch nochmal entkrüppeln. Okay, ach das geht oder wie? Ah, da habe ich Medical Braces für, okay. Ich habe zwei Medical Braces. Cool. Ah, das System gefällt mir, finde ich gut. Finde ich ein nettes System. Kann ich mich schön mit treaten nennen. Das ist bestimmt der Isolationsraum, oder? Was wollen Sie? Das sollte mich eigentlich nicht. Ich wette, dass er alle. Glauben Sie denn, ich wüsste das nicht? Glauben Sie, ich wüsste nicht, was ich getan habe? Ah, okay. Ich habe sie getötet. Ach Mensch. Ja, war er das wohl. Das war der verdammte Hunger. Ja. Helfen? Ich bin ein Mutant. Ein verdammt. Niemand kümmert es einen Scheißdreck, was ich mache und wer ich bin. Okay. Sie vermisst ihre Familie wirklich sehr. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hierher kommen. Ja. Ja, ja, ja. Sagen Sie Vance bitte, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich packe nur schnell meine. Okay.
Wo ist das Protektron? Das liegt wahrscheinlich unter dem Schrotthaufen, wa? Na gut. So, den haben wir gefunden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir auch ein Vampir werden können. Oder ein Menschenfresser. Steht hier irgendwo ein Terminal, was ich mir ausleihen kann? Holly, wer ist Holly denn? Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Ah, sie ist die Frau von Vance. Wenn wir unsere ergötzt euch nicht ab. Okay. Schön, Holly. Wie es scheint, gibt es viel, was wir miteinander. Wer liegt hier? Karl. Da liegt keiner. So. Hier wäre ein Terminal. Aktivieren. Die fünf Gesetze. Das erste. Das zweite. Ja. Das dritte. Okay, also sie killen keine Kinder, okay. 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 Bitte nehmen Sie uns ihr nicht weg. So. Fans. Wie ich höre, haben Sie wie auch immer. Mein lieber Freund, diese arme, die Frage, ich bitte Sie ledig. Fahren Sie. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem irgendwann. Einverstanden. Ich danke Ihnen. Und was? Es betrübt mich zutiefst. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Okay. Bitte nehmen Sie das. Tschüss. Okay. Gut. Return to Evan King. Hallo. Hallo. Holly. Holly, Holly. Gut, dann würde ich sagen, you have failed to recover your medical brain. Ach so, okay. Was? Ah, ich habe meinen verkrüppelten Arm getreated und jetzt habe ich es nicht geschafft, das Ding wiederzukriegen. Ja, von mir aus. Ist zwar ärgerlich, aber dann ist das so, ne? Maresti Service Tunnel. Okay. Muss ich? Nein, hier muss ich nicht lang, ne? Nee, muss ich nicht. Ich wollte da hinten rauskommen. Ich wollte ja gucken, wo der Tunnel hinten hingeht. Passen Sie besser auf. Ja. Aber da müssen wir auch wieder zurück nach Arefu. Müssen eben gucken, wo wir da landen. Wo das hinging. Wie war das denn hier? Hier gerade aus? Nee. Die Richtung? Auch nicht. Oder war das der zweite Zugang und ich muss doch hier lang? Genau, das teilte sich da hinten. Stimmt, so war das. Also muss ich jetzt gucken, dass ich Medical Braces und Surgical Tubings und so immer mitnehme. Okay, gut zu wissen. Das, so. Ey, komm raus da. So. So, wir sind nämlich letztes Mal von da gekommen und jetzt gehen wir hier hoch. Gucken, wo wir landen. Genau, da kommen wir dann raus, da wollte ich ja auch hin. Ging es hier auch noch raus oder war hier eingestürzt? Hier war wahrscheinlich... Ach, hier geht es auch raus, okay. Da liegt schon wieder eine Tellermine. Wo komme ich denn da wohl hin? Oh, wir werden es gleich sehen, wa? Leadpipe, ein Eimer, sonst nix.
Gut, dann will ich mal eben gucken, dass ich den Mod noch in Gang kriege und dann geht das gleich draußen weiter. So, das war die Familie. Oh. Sind das jetzt Vampire oder tun sie so, als wenn sie Vampire wären? Ja, sie sind auf jeden Fall irgendwie komisch. Ja. Naja, sie waren ja alle lieb und nett. Wir brauchten sie nicht alle umbringen. Er ist freiwillig gegangen. Ja. Schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch, ich streame auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten verlinkt. Aber ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut wieder rein und bis zum nächsten Mal im Wrestling.